So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir waren heute mal unterwegs für, wir brauchen eine Osterkleinigkeit, aber dennoch eigentlich nichts. Und das ist das Endergebnis. Ja, also ich muss sagen, eigentlich wollten wir nur zur Action. Da war die Tüte schon voll und sind dann noch bei Teddy und Kick gelandet. Fragt nicht, warum, es war so. Es war begründet, denn schließlich wollen wir glückliche Kinder zu Ostern haben. Dann zeige ich euch mal gleich das erste, was wir bei Kick erschnabbert haben. Und zwar ist das hier essbares Ostergras. Es ärgert mich ein bisschen, dass die Kleine mit mir die Osterkabel ausgepackt hat, also dass sie sie schon kennt. Ich fand es trotzdem mega cool. Da lassen wir uns noch was Cooles einfallen. Mega süß, oder? Esspapiergras. Wie cool ist das denn? Und das ist tatsächlich auch ohne Weizen. Das kommt aus Mais. Ja, nice. Ja. Dann gab es noch. Das hat Vicky, das habe ich ihm empfohlen, als die keinen Weizen darf. Das fand ich, das sah so lecker aus. Also Leute, das Beste von dem Eis ist doch da unten diese Schokodinge in der Waffel. Und das gibt es auch noch mit Smarties. Also das kann nur reiner Wahnsinn sein. Den habe ich mir mal pünktlich zu Ostern Zahnseide geholt. Nein, okay, es hat mit Ostern nichts zu tun, aber brauchte ich. Gab es bei Action. Dann habe ich einen Schnappi gemacht. Habe ich hier so eine Sweatshirt-Jacke für die Kleine mitgenommen. Die hat hier auch irgendwo so Rüschen, fand ich richtig süß. War im Angebot schon reduziert auf 3,99 €. Und es gab nochmal 20%, da konntest du auch nichts sagen. Dann. Was hat Ricky denn hier? Ich glaube, die hatte er schon mal, so einen italienischen Süßigkeiten. Tortina. Habe ich in Italien sowas ähnliches, glaube ich, schon mal gesehen. Aber naja, wie auch immer, auf jeden Fall gönnt er sich das manchmal zur Arbeit. Ich habe für den Osterhasen als kleine Unterstützung was gekauft, wo er sicherlich auch für mich welche versteckt. Und zwar Milka-Riegel, fand ich mega cool. Okay, kommen wir zu den interessanteren Produkten für die Kids. Hier gab es ein LOL-Eis, ja ganz klar. Da ist ja mit Überraschung drin und Schokolade, das ist beste Kombi. Dann haben wir ein bisschen zugeschlagen. Einmal für Ricky Sohn, der steht voll auf Dinos. Hier gibt es eine Dino Rally. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist ein Malbuch mit verschiedenen irgendwie Untergründen. So, muss man mal schauen. Also ich glaube, wenn du hier einfach schlicht rüber malst, hast du trotzdem die Wolken und so. Bin ich mal gespannt, das ist bestimmt ganz cool. Aber irgendwas ist mit der Lupe, ich weiß nicht. Ich habe es nicht genau durchblickt, aber ich glaube, das ist ziemlich süß. Dann stehen die Kiddies momentan voll auf so Rätselbücher. Hier haben wir einmal 10 Find the Difference. Das haben wir, glaube ich, von Action noch. Nee, das oder von Teddy. Eins von beiden. Das müsste ja eigentlich draufstehen, ne? Ist ja auch egal, ne? Also so Unterschiede finden. Also das Rätseln geht ja wohl anscheinend immer klar. Dann haben wir hier einmal Holiday Activity. Genau, das ist aus dem Rätselbuch und Malbuch, alles in einem. Ich finde, sowas ist immer ganz nett für unterwegs. Dann haben wir hier noch ein Dino zum Ausgraben. Sowas gibt bei Kindern halt auch einfach immer. Genau. Das mit den Differences haben wir zweimal. Dann habe ich für die Kleine, weil ich das irgendwie ganz süß fand. Ich habe selber damit früher super gerne gespielt. Und ich glaube, langsam ist sie alt genug. Es ist ab 4, sie ist jetzt 5. So ein kleines Polly Pocket Ding. Ich finde, das kann man auch gut mitnehmen. Ja, ich hoffe, sie hat Spaß dran. Also sie hat noch gar nie Polly Pocket gespielt, aber ich hoffe, es gefällt ihr. Also ich kann da nichts für, weil der Osterhase, ne? Ihr wisst. Dann haben wir noch ein Rätsel-Einhornbuch. Okay, das gibt es ja wahrscheinlich nicht zu Ostern oder vielleicht nur eins davon oder so. Und noch so ein Vorschulbuch. Also ich finde einfach, die kann man richtig gut bei Action und Teddy kaufen. Da gibt es echt gute Angebote teilweise, weil sonst, ja weiß nicht, die machen die Kinder so schnell weg. Das geht hier weg wie warme Semmel. Dann haben wir hier noch ein Fernrohr mitgenommen. Das fand ich auch mega süß. Irgendwie ganz coole Geschenkidee, so eine Kleinigkeit. Das hat wirklich, hat sich weiße Smarties, habe ich vorher noch nie gesehen. Stelle ich mir auf jeden Fall ziemlich lecker vor. Ist aber wahrscheinlich, dass natürlich Weizenmehl drin. Natürlich, was gucke ich da überhaupt, ne? Dann, hat Ricky seinem Sohn noch eine Sonnenbrille mitgenommen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Und dann haben wir noch coole Dinge. Erstmal, hier gab es einen Handstaubsauger bei Action. Also wir haben persönlich den Kinder Dyson,
Aber ich finde das noch praktischer, weil es nicht so viel Platz wegnimmt. Und der soll, soweit ich weiß, auch richtig saugen. Also finde ich immer richtig cool. Kinder lieben es einfach. Weil hier steht auch gar nicht nur verschluckbare Batterien. Ja, es sind 8-teiliges Set. Auch, glaube ich, voll günstig. Ich glaube, 7 Euro hat das gekostet. Und dann, das war auch eine Empfehlung meinerseits, hatte ich das schon als Kind. Amelie hat es auch und ich finde, die gehen halt immer. Diese Geo Magic oder Geomax Steine heißen die. Das ist halt alles magnetisch, da kann man so Formen bauen und das ist wirklich Unisex für jedes Geschlecht. Ich als Kind und meine Cousins hatten da jede Menge Spaß mit. Oma hatte das nämlich immer. Das hat mich auf jeden Fall richtig glücklich gemacht und ich finde das, find das gutes Spielzeug. Dann noch ein kleiner heißer Tipp am Rande. Habe ich noch meinen Schwimmring mitgenommen. Ich habe auch das erste Mal in meinem Leben gesehen, dass es da verschiedene Altersklassen, also auch Durchmessergrößen gibt. Ich habe jetzt schon mal die größere Variante mitgenommen. Und Leute, ich sage euch eins, es gibt keinen günstigeren Schwimmring als den bei Action. Ich glaube, 1,29 hat der gekostet. Das hole ich mir dort jedes Jahr wieder, sofern sie kaputt sind oder so. Und kann ich nur empfehlen. Den habe ich mir irgendwie hier so einen Rasierer mitgenommen. Ich hatte erst so einen kleinen anderen in der Hand, aber der hat irgendwie 2,50 war im Angebot. Ich kenne die Marke überhaupt nicht. Silea? Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist ein Rasierer mit 4 Klingen drin. Dachte ich mir, das kann nur gut sein, ne? Dann gab es Burger für die Kinder. Also Amelie fand das so mega. Kommt natürlich vom Osterhasen, ne? Dann habe ich mir auch so einen kleinen Kindheitstraum erfüllt, würde ich mal so sagen. Und zwar ein Vanillestrohhalm. Ja, die Kleine steht momentan so voll auf so Joghurtdrinks mit Vanille. Und ich dachte, ich kann ihr einfach Milch geben und diesen Strohhalm reinsetzen. Und die sind auch glutenfrei. Dass da natürlich Zucker drin ist. Ach, hier steht es glutenfrei. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Gesund ist das natürlich nicht. Das möchte ich an der Stelle nicht sagen. Aber... Naja, sind jetzt ja auch 5 drin und da ist bestimmt auch einer für mich drin, ne? Wie seht ihr das? Gab es übrigens bei Kicken ganz vielen Sorten. Also wir haben hier noch einmal die Chocolate-Variante, ne? Und da gab es aber zig Sorten. Banane, Schokolade, Erdbeer, Vanille und Wassergeier, was alles. Und dann habe ich für die Kleine noch so ein... Ach, sie wollte eigentlich von H&M so eine ähnliche Handtasche. In schön. Gab's nicht mehr. Jetzt habe ich halt ein ähnliches Vergleichsprodukt gefunden mit mehr Jungfrauen drauf. Naja, ich meine, der Osterhase kann nun auch nicht alles mitkriegen, ne? Ist ja schließlich nicht die Mama, ist ja der Osterhase, ne? So, 2 Kleinigkeiten habe ich noch. Genau, dann gab es hier eine Swimming Goggles. Swimming Goggles by Action. Ich glaube, auch relativ günstig für 1-2 Euro. Fand ich auch ganz praktisch. Und dann gab es ein Minimalbuch, Mini-Colorbook. Fand ich, also eigentlich fand ich sie nicht gut. Ne? Die Mini-Bücher, die muss man echt genau gucken. Da waren viele nur mit so, ich sag mal, dann ist da ein einzelner Hund drauf. Also da wurde keine, da hattest du nur eine Fläche gefühlt zum Ausmalen. Ihr wisst ja, wie Kinder sind, da sagt kein Bock mehr. Und hier waren zwischendurch dann so ein paar filigranere, so wisst ihr, wie sowas dabei oder so ein Mandala-Herz war. Genau. So schaut es aus. Fand ich ganz süß. Mal gucken, ob es dir gefällt. Das kommt definitiv vom Osterhasen dazu. Ja, und würde ich sagen, da waren wir sehr erfolgreich shoppen, ne? Ich fand das dieses Jahr, wollte ich Ostern halt wirklich nicht so groß halten. Also ich habe jetzt das Polly Pocket Ding, die Handtasche, das Minimalbuch und ein Rätselbuch. Und das Gras und halt Süßigkeiten, aber das reicht dann auch. Es reicht dann auch, weil die letzten Jahre, das war immer so übertrieben. Man hat zwar viele Kleinigkeiten, aber es ist einfach meiner Meinung nach zu viel. Die können gar nicht mit einem spielen und deswegen, ja, was von einer Hand abziehen kannst, kannst du ja vielleicht gerade noch merken, ne? So, und in diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich verlinke euch hier meine letzten beiden Videos. Ihr könnt mich gerne abonnieren und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.